Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Breath of Fire 2. Der Raven Knight ist letzte Mal im Körper der Königin stecken geblieben und wollte da die ganzen Bakterien entsorgen. Wir haben schon einen guten Fortschritt gemacht, nur wir müssen noch einige Felder durchlaufen. Das heißt, wir müssen jetzt noch suchen, wo wir was übergelassen haben. Hier ist nichts mehr. Gut zu wissen, wir gehen mal weiter. Ich weiß nicht mehr genau, welchen Körperteil ich jetzt hier als perfekt abgeschlossen habe. Das ist das Tolle, wenn man über die Woche verteilt Videos aufnehmen muss, weil man aufgrund der Arbeit das nicht schafft. Ehrlich. Egal. Was ist hier? Hier ist nichts. Das heißt, ich darf jetzt hier jeden einzelnen Raum durchsuchen, ob hier vielleicht noch irgendwo Gegner rumlungern. Hier ist schon mal keiner. Habt ihr ja gesehen, das Monstermeter, was hier wirklich sehr hilfreich ist, schläft. Schön. Schön, 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 schön. Was ist denn hier oben? Haben wir hier oben noch irgendwas? Aha. Aha, aha. Monsteralarm. Wunderbar. Herrlich, herrlich, herrlich. Ey, die sind ja mal mutig. Die sind doch letztes Mal noch weggerannt, diese Viecher, oder? Ja, ne? Die sind letztes Mal weggerannt. Schön. Schön, 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 schön. Können wir sie wenigstens jetzt mal ein bisschen weghauen, diese Fettzellen. Slim Fast für Anfänger. Attacke. Jawoll, es geht weiter. Spezial und... Jawoll. Herrlich. Ach ja. Ah, er ist mutig. Er ist mutig. Der Kleine hier. Tschüss, ne? Was lecker. Tschüss. Bounce. Weg. Eine weg. Vor allem, die geben ordentlich Punkte, die Viecher. Und, oh, Kraftfutter. Kraftfutter ist dazu da, um die Stärke des Charakters hochzuschrauben. Und, wir sind immer noch Monster unterwegs. Wir heilen aber jetzt erstmal alle Charaktere. Muss ja auch mal sein. Denn wir können jetzt hier eigentlich nur durch den Spiegel raus und wieder rein. Aber soweit ich weiß, wenn man den Spiegel... Korrigiert mich, wenn ich da jetzt falsch liege. Wenn man den Spiegel benutzt und rausgeht und man hat noch nicht alles geschafft, verwandelt sich die Hexe bzw. die Königin wieder in dieses... fettleibige Monster. Man muss wieder alles neu machen. Ist das richtig? Oh, das Monster ist geflohen. Und? Aha. Wieder eine Information. Dieser Teil ist perfekt. Jetzt müssen wir nur die anderen noch so machen. Na gut. Wenn ich jetzt noch wüsste, welche Körperteile ich jetzt noch durchsuchen muss, weil ich habe die alten Videos nicht durchgeguckt. Also unten, oben links ist fertig. Soweit ich mich entsinnen kann, war unten links auch fertig. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Kann auch durchaus sein, dass ich hier wieder absoluten Bullshit unterzähle und einige sagen, ey, Raven Knight, bist du bescheuert? Du hast das doch schon alles gemacht. Ja, ich möchte nochmal all meinen Abonnenten danken. Ja, kommt jetzt wieder ganz spontan. Denn, ja, dass ihr euch meine Videos anguckt, das finde ich wirklich toll. Ich hoffe, ihr habt auch weiterhin Spaß daran. So, was ist hier? Hier ist wieder oben links. Oben links hatten wir ja gerade aufgeräumt. Komischerweise kommen wir von oben links nach unten rechts. Was für ein komischer Körper. Ich glaube, das habe ich letztes Mal schon festgestellt. Das finde ich schon ein bisschen kurios. Egal, wir machen hier weiter und gucken. Hier, jetzt sind wir oben rechts. Gut. Ja, oben rechts finde ich aber hier anscheinend auch nichts mehr. Gucken wir nochmal durch den Spiegel. Vielleicht finden wir noch was raus. Vielleicht sagt er mir ja, wo was ist. Oder er gibt mir gar keine Infos. Das könnte durchaus auch passieren. Ich schau mal. Schauen wir? Was wollen wir schauen? Was wollen wir tun? Schauen wollen wir. Ja. Wir sind fast fertig, aber wenn wir jetzt aufhören, kommt es bald wieder. Bitte versuch's ein bisschen stärker. Get, du bist so ein Penner. Sag mir doch einfach, wo die noch sind, ey. Mann. Eine Karte habe ich auch nicht. Ich versuche die ganze Zeit hier die scheiß Karte aufzudecken. Verdammt. Verdammt. So, was ist denn hier? Haben wir hier noch was? Ne, hier ist auch nichts. Hier ist nichts. Was ist denn da oben? Was ist hier oben? Hier oben ist nichts. Hier oben? Hier oben ist nichts. Was ist hier? Hier ist nichts.
Wenn ich jetzt wüsste, welche Körperteile ich perfekt gemacht habe. Ich bin so eine Beule, ehrlich. Ja, das ist immer das Tolle. Wie schon gesagt, ich mache die ganze Zeit Videos, über die ganze Woche verteilt und vergesse dann, wo ich die Videos gemacht habe und wann ich die Videos und was ich in den Videos gemacht habe, weil ich auf der Arbeit so viel zu tun habe. Ich werde da jetzt immer mehr wieder eingeführt in die ganzen Sachen. Ich bin ja 7 Wochen krankgeschrieben gewesen. Ja, aufgrund einer OP, die nicht unbedingt schön war für mich, aber gemacht werden musste. Ja, und ja, jetzt darf ich hier gucken, wie ich alles wieder zurechtfinde, denn die Verantwortung, die ich jetzt auf einmal aufgehämmert kriege, sind natürlich schön, dass man sie mir übergibt, aber jetzt alle auf einmal ist nicht so prickelnd. Ah, wir machen hier weiter. Ich lasse mich nicht beirren. Ja. Hier ist nichts. Da war auch nichts. Also, wenn Get schon sagt, wir sind fast fertig, dann müsste ich doch schon fast alles gemacht haben. Verdammt nochmal. Das Tolle ist, hier sieht auch alles gleich aus. Das kommt noch dazu. Ah, hier ist auch nichts. Fischstücke. Was ist denn hier? Und? Ah, hier ist wieder was. Wollen wir mal schauen. Oh, da ist wieder was. Hey, wieder ein paar Monster. Hey, hey, hey. Die keine Herausforderung sind. Bis auf dieser kleine Kuh, der ein bisschen stinkt. Wie ein Fisch. Mein Gott, ey, ey. So, wieder einer weg. Und jetzt hier die... Oh, der Angriff des Todes von Nina wieder. Warum greifen die jetzt diesen scheiß Schleimi an? Greift doch einfach erstmal die ganzen Pollen an da. Mann. Die sind doch wieder nervige Zeugs. Verdammt. Ja, ha, wieder mal gewonnen. Oh, Stan ist auch wieder aufgelevelt auf 29. Herrlich. Ja. Hier sind bestimmt immer noch Monster, oder? Jawoll. Herrlich. Warum könnte man jetzt hier nicht so eine Fähigkeit wie in einem anderen Lieblingsspiel von mir benutzen und den Gegner auf einen zukommen lassen? Ja, ich spreche von Dragon Quest. Dragon Quest 8. Ja, da gab es ja die Fähigkeit von diesem Yangus-Typen, der Pfiff genutzt hat, um auch die, Gegner anzulocken. Warum können wir das nicht hier machen? Dann wäre alles schon nichts erledigt. Verdammt nochmal. So muss ich jetzt hoffen, dass ich jetzt die Gegner hier ganz schnell treffe, weil der Monstermeter ja auch schön lahm rumtüßt. Aber zum Glück gibt es dieses Monstermeter. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, es würde es nicht geben. Dann wäre ich ja ganz schön gelackmeiert. So. Hier scheint immer noch was zu sein, oder? Ne, hier ist jetzt auch alles erledigt. Hier in diesem Teil ist alles erledigt. Aber ich denke mal, dass ich hier noch nicht drin war. Oder? Ja, unten links, genau. Da war ich noch nicht. Gut. Goodie, goodie. Dann wollen wir doch mal schauen. Hier sollen auch noch Monster rumtouren. Hallo, hallo, hallo. Aha. Ah, die rennen doch weg. Die rennen doch weg. Die sind doch bestimmt so feige und rennen wieder weg. Oh, 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 Moment mal. Ja, wollte ich doch sagen. Wollte ich doch sagen. Aber wäre jetzt auch ein Wunder gewesen, wenn die geblieben wären, ne? Herrlich, herrlich, herrlich. Zack. Fettgrillen. Weg. Bumm. Jetzt dein bitte Special. Nein, der rennt doch auch wieder weg. Doch nicht. Die sind mutig, die Viecher. Zumindest das jetzt. Die anderen ja nicht. Da waren ja Lackmeier-Affen. So. Perfekt. Wieder eine Fettzelle weg. So, ich mache hier an dieser Stelle einen Schnitt. Wir sehen uns gleich wieder, wenn es heißt Let's Play Breath of Fire 2 und Let's Find the Fat Cells. Sprach der Raven Knight nimmermehr.